Willkommen, schön, dass ihr reinschaut. Wir haben hier die Bosch GOP 18V28, ein Gerät der oberen Mittelklasse und auch natürlich für den Profibereich im Handwerk. Als Single-Gerät, also in der Version ohne Akku und Ladegerät, muss man ca. 160 Euro investieren. Die Kosten für Akku und Ladegerät kommen allerdings noch dazu. Und ein Starterpaket mit 4 Amperestunden Akku, naja, das ist so ab 80 Euro zu haben. Wie von der blauen Bosch-Linie gewohnt, ist die Verarbeitungsqualität wirklich tadellos. Die Maschine ist angenehm schmal gebaut und somit kann man auch wunderbar mit nur einer Hand mit ihr arbeiten. Vielleicht ist sie ein wenig zu lang. Der Hauptschalter ist hier oben positioniert, geht sehr leichtgängig und ist für Links- sowie für Rechtshänder gleichermaßen gut zu bedienen. Der Getriebekopf ist hier vorne komplett mit einer dicken Gummischicht überzogen und somit steckt er natürlich auch kleinere Stürze besser weg. Ebenfalls hier vorne seht ihr die verbauten 2 LED-Leuchten, die den Arbeitsbereich wirklich toll ausleuchten. Ich möchte euch das ganz kurz zeigen. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Da kommt einiges an Licht an und das ist beim Arbeiten teilweise sehr hilfreich. Hier im Griffbereich sind großzügig Softgripflächen integriert und auch das macht einfach das Arbeiten angenehmer und sicherer. Der bürstenlose Motor, der in der Maschine verbaut ist, ist mit einer Drehzahlregulierung gekoppelt, die Geschwindigkeit von niedrigen 8000 Umdrehungen bis zu 20.000 Umdrehungen pro Minute steuert. Und damit lassen sich dann eine Vielzahl von Materialien immer optimal bearbeiten. Die Bosch hat die Starlock Plus Werkzeugaufnahme an Bord und ein wirklich gut durchdachtes Schnellspannsystem. Und damit lassen sich alle Werkzeuge in Sekundenschnelle wechseln. Und das möchte ich euch ganz kurz zeigen. Ihr schnappt euch ein Starlock Werkzeug eurer Wahl. Legt es einfach hier auf den Kranz und ein ganz leichter Druck genügt und das Werkzeug ist eingespannt und sitzt bombenfest. Das Lösen geht sogar noch einfacher. Einfach den Hebel nach vorne und das war's. Der Oszillierungswinkel, mit dem die Bosch arbeitet, beträgt 2,8 Grad und das ist ein guter Kompromiss zwischen möglichst hoher Abtragsleistung und möglichst geringen Vibrationen. Mit eingelegtem Werkzeug wird die Maschine in den höchsten Drehzahlen schon sehr laut. Bis zu 92 Dezibel haben wir im Praxistest gemessen. Man muss aber auch erwähnen, dass das Betriebsgeräusch nicht total unangenehm ist. Es gibt andere Maschinen, die schmerzen wesentlich mehr in den Ohren. Aber einen guten Gehörschutz möchte ich euch trotzdem wärmstens empfehlen. Im Praxistest haben wir zuerst eine harte 40 mm starke Eichenmassivholzplatte mit dem passenden Sägeblatt geschnitten. Die Bosch lässt sich feinfühlig ansetzen und man hat die Maschine während des Schnitts immer gut unter Kontrolle. Leistungsgrenzen werden nicht erreicht, der Motor hält stets seine Drehzahl. Der Schnitt geht erstaunlich schnell durch das dicke, harte Material. Beim nächsten Test sind Präzision, Handling und Leistung gefragt. Wir schneiden aus der Fläche einer 19 mm starken Siebdruckplatte ein Quadrat aus. Wir fahren in der Geschwindigkeitsstufe 5 von 6. Blitzschnell und ohne Druck schneidet die Akku-Bosch senkrecht in das Material. Das Werkzeug gleitet förmlich durch das Plattenmaterial. Es gibt keine verbrannten Stellen, die entstehen, wenn das Sägeblatt an einer Stelle zu lange stockt und nicht durchkommt. Hier geht es mehr um das Handling. Deshalb fahren wir mit der Maschine auch nur mit halber Geschwindigkeit. Dadurch ist sie schön leise und vibrationsarm. Die Wertung bei diesem Test eine glatte 1. Ruhig und gefühlvoll lässt sich die Maschine über das Material führen. Auch der Schnitt durch den 4 mm starken Messingwinkel gelingt kinderleicht. Die Maschine bleibt während dem Schneiden stets unter Kontrolle, lässt sich gut führen
und das Arbeiten macht wirklich Spaß. Auch die Schnittgeschwindigkeit überzeugt uns. Als nächstes schnitten wir ein Edelstahlrohr mit einer Wandstärke von 1 mm. Die Akkubosch hat null Probleme mit dem Material und schneidet das Rohr zügig in kleine Stücke. Beim Schneiden einer 4 mm starken Aluplatte bleibt die Bosch während des gesamten Schnitts sehr gut unter Kontrolle, obwohl das Material ein wenig zäh zu schneiden ist. Man kann die Bosch trotzdem leicht an der Schnittlinie entlang führen. Es ist auch hier sehr angenehm, mit der Maschine zu arbeiten. Als letztes haben wir den beiliegenden Delta-Schleifer getestet. Wir kletten ein Schleifpad mit 80er Körnung an und versuchen uns zuerst an einer lackierten Parkettdiele. Die Lackschicht ist innerhalb von Sekunden entfernt. Während der Arbeit hat man immer das Gefühl, die Maschine hundertprozentig zu kontrollieren. Der Teller ist angenehm groß und vermittelt einem das Gefühl, dass die Maschine satt auf dem Material liegt. Nun entfernen wir eine dickere Lackschicht von einem alten Eichenbrett. Die Bosch schleift die relativ dicke Lackschicht in einer akzeptablen Geschwindigkeit weg. Es empfiehlt sich, die Maschine in kleinen Kreisbewegungen über die Oberfläche zu führen, damit sich das Schleifblatt nicht mit Lack zusetzt. Da bei diesen Arbeiten natürlich viel Staub anfällt, testen wir auch eine Staubabsaugung, die man zusätzlich dazu kaufen sollte. Sie ist blitzschnell montiert und macht einen respektablen Job. Es fallen schätzungsweise nur noch 10% der Staubmenge an, die sonst in den Raum geblasen würde. Der Bosch Arco-Oszillierer konnte durchwegs überzeugen und hinterlässt nach dem Test einen tollen Eindruck bei uns. Und damit hat er sich auch eine Empfehlung in der Arco-Kategorie verdient. Der Werkzeugwechsel geht genial einfach, die Schnittleistung ist für ein Arco-Gerät wirklich top, die Verarbeitung ist tadellos, tja, und der Oszillierer lässt sich hervorragend kontrollieren und führen. Kritik gibt es für die deutlichen Vibrationen und die hohe Lautstärke in der höchsten Geschwindigkeitsstufe. Da sind andere Maschinen teilweise besser. Nun ja, wirklich relevant ist beides nur, wenn man sehr lange am Stück mit der Maschine arbeitet. Zudem ist das Gerät mit 32 cm recht lang. In beengten Verhältnissen kann es teilweise schwierig werden, damit zu arbeiten. Aber nun gut, das ist wirklich Meckern auf hohem Niveau. Die Bosch GOP 18V28 ist ein feiner Allzweckproblemlöser zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Werkzeugaufnahme erleichtert das Arbeiten ungemein. Die LED-Lampe ist wirklich nützlich, denn es kommt eben doch mal öfters vor, dass man Probleme bei schlechten Lichtverhältnissen lösen muss. Wer jetzt täglich wirklich lange mit einem Multitool arbeitet, für den ist das Gerät vielleicht nicht die erste Wahl. Da sollte man sich dann doch lieber ein Profigerät mit besserer Vibrationsentkopplung suchen. Aber für alle, die ein Multifunktionsgerät regelmäßig, aber eben nicht dauerhaft nutzen und denen präzise Schnitte und die Möglichkeit, mit Akku zu arbeiten, wichtig sind, na, für die ist die Bosch GOP 18V28 eine wirklich gute Wahl.